Klein. Einmal runterholen, bitte. Jawohl. Diesmal entwischt es uns nicht. Ich weiß gar nicht, warum das uns eine Zeit lang sind, wir so eine Zeit lang immer entwischt sind. Und jetzt war das ja auch relativ weit weg und dennoch haben wir sie ganz gut abfangen können. Dennoch spitze, obwohl wir den Inselauftrag da, den Inselangriff da ignoriert haben. Also reicht doch genug Punkte. Alles super. Das wäre jetzt echt nur unnötige Zeitverschwendung gewesen. Gut. Da haben wir keine mehr. So, Upu, LST. Die auf jeden Fall. Gunther wissen wir noch nicht. Matthias wissen wir auch noch nicht. Samuel wissen wir, dass der auf jeden Fall schwach ist. Spencer nehmen wir nochmal rein. René, James. Haben wir noch einen Platz frei. Louis, guckt euch das mal an. Unser Newbie. 95. An Stärke. Der bisher beste Wert. Sehr gut. Sehr gut. Das freut mich doch. Das ist doch echt geil. Jawohl. Und die Forschung ist beendet. Magnetische Ionenpanzer. Super. Und damit haben wir auch die letzte Rüstungsstufe erforscht. Und dann geht direkt weiter mit dem Transmissionsresolver, der uns dann die letzten Forschungszweige öffnen wird, beziehungsweise der auf dem letzten Forschungszweig liegt. Kapitän ist noch da, gut. Ja, wir stellen mal her. Ja, wir haben genug Rohstoffe da. Ich würde sagen mal 13 Stück. 25 Tage. Wir sollten mal mehr Techniker bestellen. Ups. Vielleicht mehr Techniker. Und mehr Wissenschaftler. Moment, bevor ich jetzt hier halt irgendwas bestelle, gucke ich erstmal kurz nach dem Werkstatt-Space. Wir haben nämlich überhaupt kein Werkstatt-Space mehr. Moment mal. Labor. Genau, wir haben nämlich schon das Maximum hier erreicht. Dann bauen wir nochmal eine Werkstatt. Wir bauen nochmal eine Werkstatt und nochmal ein Labor. Und auch noch, ups, und auch noch mal zwei Verteidigungen. So. Hier auch noch mal zwei Verteidigungen rein, bitte. So. Hier erstmal nicht. Dann speichern wir nochmal. Und wir sind wieder im Januar. Erstes Jahr vorbei. Gut. 5 Millionen kriegen wir jetzt. Okay. Weil bevor der ganze Kram nicht fertig ist, die Werkstätten dauern auch. Ja, super. Eine Artefaktzeit. Die müssen wir spielen. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt haben wir ja bessere Ausrüstung und Molekularkontrolle. Upu, bitte. LSD, Gunther. Dakara, Gardabek. Louis auf jeden Fall. Der hat gute Werte. Sind wir schon mal 6. Max ist auch noch okay.
Und dann nehmen wir nochmal Matthias mit. 8 Leute sollten da im Prinzip reichen. Würde ich mal sagen. Gerade bei Missionen, wo wir Molekularsteuerungsattacken zu befürchten haben, dich diese Luschis hier nicht mitnehmen. 8 Mann haben wir. Ja. Das lassen wir mal so. So Nahkanone. 8,16, 2 Störimpulswerfer, okay. Panzerung, gut, da ist ja noch nichts gebaut jetzt. Du brauchst keine und du kriegst eine. So. Gut. Dann fangen wir mal ab, das Ding. Die Einsätze geben auf jeden Fall auch immer gut Punkte, von daher ist das jetzt nicht so tragisch, dass wir das jetzt machen müssen. Die gehören eigentlich, finde ich, noch zu den relativ harmlosen Einsätzen. So, Artifact Site 3. Wir begeben uns wieder in die Tiefen und das Ungewisse. Mal sehen, wie lange uns das hier wieder aufhalten wird. So. Und eine Flare. Upu kriegt wieder einen Launcher. Matthias ist okay so. Und eine Flare. LST. Ja. Lassen wir LST so oder wollen lassen wir die anderen auch nochmal die Schusssicherheit trainieren, würde ich sagen. Oder? Ich bin am Überlegen. Nee, scheiß drauf. LST. LST schießt. Gunther. Ist okay erstmal so. Darkera kriegt Molekularkontrolle. Gardabek natürlich auch. Und eine Flare. So. Maxi. Max lassen wir so. Luis. Unsere Geheimwaffe, was Molekularwiderstandsfähigkeit angeht. Wer kriegt den anderen Disruptor? Gunther kriegt den Disruptor. Munition da oben hin. Ich hoffe, der hat da jetzt nicht wieder null Zeiteinheiten. Drastisch ausgedrückt. So. Und ihr kriegt die Reikranaten. So, okay. Ja, und du kriegst 2 Flares. Und los geht's. Wir sichern erstmal. Artifact Site 3. Und da steht schon der erste Tazot. Sü. Siehst du hier noch wen? Erstmal die Wumme weg. Siehst keinen. Ja, wir lassen ihn erstmal da stehen. Aha. Nochmal übernehmen, bitte. Und Schuss.